In diesem Tutorial geht es darum, wie Sie ein Lot zu einer Höhe beispielsweise messen können. Ich möchte Ihnen hier mal die drei Varianten vorstellen, die sich im Pinpoint Modeler bieten. Kleine Erinnerung, wir hatten ja hier die unterschiedliche Farbdarstellung. Das sind also Ebenen, die automatisiert von Pinpoint erkannt worden sind. Und die kann man natürlich nutzen, um Messungen durchzuführen. Gehen wir mal auf das Messen-Feature. Und der erste, also grundsätzlich mal Messen eines Punktes zu einer Ebene wäre immer den Punkt definieren und dann die Bezugsebene definieren. Variante 1, die einfachste wäre, Sie definieren beispielsweise einen Punkt auf der Unterseite dieses Balkens, drücken die Control, also die STRG-Taste, dann haben Sie hier diesen roten Punkt, können dann oben draufklicken und können dann sagen, ich möchte zu dieser Ebene mein Lot messen und dann haben wir 2,129 m. Das sieht man auch hier unten rechts unten in dem Bereich. Die Messung kann dann auch gespeichert werden, sodass man sie später auch exportieren kann. Das mache ich jetzt mal hier und man könnte dann hier natürlich auch reingehen und könnte sagen, einfaches Lot beispielsweise. So, das wäre Lot zu dieser Ebene. Das wäre die erste Messung. Die zweite Variante wäre, ich definiere einen Punkt, in dem ich Bezugsebene nehmen. Oh, sorry, da war ich jetzt zu weit. Also sagen wir mal das gleiche Spiel. Wir machen es aber jetzt hier, dass wir einen Schnittpunkt definieren wollen über diese Ebene. Dann haben wir die Kante gefangen, wir haben auch den Winkel. Und jetzt nehmen wir einfach hier die Ebene noch und dann hätten wir aus der und der Ebene den Punkt. Und jetzt könnte ich wieder hergehen und könnte hier meine Bezugsebene fangen und hätte dann ein zweites Maß. Und wir haben jetzt hier 2,16 m, 2,116 m. Das heißt, wenn wir das jetzt hier speichern, dann hätten wir ein zweites Maß abgelegt. Bitte nicht wundern, hier erscheint jetzt hier kein weiteres Maß. Wenn Sie die Maße separieren möchten, dann müssen Sie vorher hier ein Plus drücken. Ich mache das mal. Wenn Sie das jetzt ausblenden, dann werden beide Messungen ausgeblendet. Ich mache mal hier ein Plus und sage jetzt mal, die neue Messung soll sein Koordinatensystem. Mache ich einfach mal Koordinaten. So, und das wäre aus meiner Sicht die sinnvollste Variante, ein Lot zu messen. Setzt voraus, Sie haben vorher ein Koordinatensystem definiert. Das heißt, unser Koordinatensystem, wenn ich jetzt mal hier das anzeige über Koordinatensystem, also über Taste C, dann sehen Sie, das liegt im Boden, also das wurde vorab definiert. Ich drücke das wieder raus mit C und so. Und ich mache jetzt Folgendes: Ich fange wieder einen Punkt aus der Punktwolke. Das heißt, ich halte STRG gedrückt, fange hier direkt einen Punkt. Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, Sie haben ja da das Problem, wenn Sie jetzt einen Punkt fangen, dann kann der Punkt natürlich auch ein Ausreißer sein. Das heißt, wenn Sie es noch stabiler, also sicherer haben wollen, dann können Sie das nochmal zurücksetzen und könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich fange als erstes mal die Ebene. Das heißt, jetzt ist diese Ebene fix definiert. Und wenn Sie jetzt die STRG-Taste drücken, dann sitzt der Punkt auf der Ebene. Das heißt, Sie würden jetzt eine ausgemittelte Höhe nehmen aus dieser Ebene oder auf der eine Höhe, die sich auf der Ebene aus diesen Hunderttausenden oder Millionen von Einzelmessungen nutzen. Das heißt, das wäre eine stabilere Messung. Dann können Sie den Punkt absetzen. Was Sie auch machen können, Sie könnten den Punkt jetzt zum Beispiel hier wählen, der würde dann aber auf dieser Ebene liegen. Das heißt, man könnte so indirekt eine Ebene fixieren und könnte dann den Punkt absetzen. Also ich drücke jetzt hier, wie gesagt, die STRG-Taste. Jetzt sitzt der Punkt quasi auf der Ebene und jetzt messe ich eben nicht hier runter zu einer Bezugsebene. Also ich könnte ja hier zu jeder Ebene messen. Nein, ich nehme hier das Koordinatensystem. Das heißt, ich möchte jetzt zu meiner XY-Ebene, die ja hier ausgemittelt aus den unterschiedlichen Niveaus der Teilflächen entstanden ist. Und das heißt, ich mache jetzt hier diese Hand. Und jetzt misst er im Prinzip zur eigentlichen Ebene. Und da sehe ich jetzt 2,114 m. Okay, das heißt, wir haben 2,114 m und dann blenden wir die anderen beiden nochmal ein. Dann haben wir 2,129 m und hier haben wir 2,116 m. Das heißt, man sieht schon, wenn man die ganze ausgemittelte Ebene unten nimmt, dann kommt da schon nochmal ein anderer Wert raus. Jetzt muss man halt entscheiden, will ich ein punktuelles Maß zu einer bestimmten Oberfläche haben? Ist es mir auch egal, wenn die dann ein bisschen geneigt ist? Oder möchte ich das Koordinatensystem nutzen und möchte dann wirklich zu einer horizontalen Ebene, die ich vorher im Registration-Tool sauber angepasst habe und horizontiert habe? Das muss man halt berücksichtigen. Also da vielleicht auch nochmal zum Definition Koordinatensystem und vor allen Dingen Horizontierung von Punktwolkenprojekten berücksichtigen. Super, ich bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Danke, ciao.